Liebe Heimathirsche, ich höre immer nur Schuldenkrise, aber wir müssen auch mal dahin gucken, wo richtig Geld da ist. Ich habe jetzt hier ein Unternehmen für Sie, das ist ein Musterbeispiel an Produktivität. Das ist die katholische Kirche. Die ist so reich, die zahlt Ihnen jede nur noch eine erdenkliche Summe, einfach so aus der Pornokasse. Der Weltbildverlag ist der größte Buchhändler Deutschlands. 20% Marktanteil und er gehört zu 100% der katholischen Kirche. Ne? Auch im Online-Buchhandel, sie direkt hinter Amazon. Ein sehr profitables Unternehmen. Und Sie können beim Weltbildverlag heute 2500 erotische Titel bestellen. Ne? Hier, gucken Sie mal hier. Schlampeninternat, ne? Vögelbar, ne? Anwaltshure. Sogar Pornos. Aber das hätten wir doch der Deutschen Bischofskonferenz gar nicht zugetraut. Ne? Gut, Kinderpornos schon. Ne? Da brauchen wir ja nur eine Kamera in der Sakristei zu halten. Ne? Aber mit 50% Anteil an Römer Knau ist so ja die katholische Kirche Produzent von pornografischer Literatur. Da muss ich sagen, Kanalmeister, das hätte ich nicht gedacht, dass ihr so ein bumsfideler Haufen seid. Hallo. Denn wenn man mal drüber nachdenkt, ne, widerspricht ein Porno ja auch gar nicht der katholischen Sexualmoral, ne, wenn sie keine Kondome benutzen, ne, und wenn ein Kinderwunsch dahinter steckt, ne, und ein Porno ist doch immer ein Kinderwunsch, hör mal, ohne Kinder macht so ein Porno doch gar keinen Sinn, dann machen die doch alles wegen der Kinder, die sollen es doch einmal besser haben. Und wenn nicht, ist auch egal, weil ne, noch im Mittelalter waren fast alle Puffs hier in Köln der katholischen Kirche. Und da ist die Grundlage der theologischen Moral entstanden. Wenn der Umsatz stimmt, ist Toleranz kein Problem. Aufhören, Herr Becker! Aufhören! Aufhören! Schluss! Auf! Vorbei! Hören auf, Herr Becker! Der Herr Schmiegler hat sich maskiert. Herr Schmiegler, der 11.11. ist doch längst vorbei. Tja, Herr Becker, mit dieser Äußerung beweisen Sie einmal mehr, dass Sie mit der politischen Wirklichkeit dieser Welt genauso wenig zu tun haben wie ein Pferdesauerbratenkoch mit dem großen Preis von Aachen. Mensch, Becker, diese Maske ist ein Symbol. Das ist Guy Fawkes, der vor mehr als 500 Jahren das englische House of Lords mit allen Bischöfen des Landes und einem Großteil des britischen Hochadels in die Luft sprengen wollte. Deshalb hat er übrigens in England bis heute einen eigenen Feiertag, weil viele Engländer sagen, er sei der einzige Mann, der zu seiner Zeit mit ehrlichen Absichten das Parlament betreten habe. Und hinter seiner Maske versteckt sich heute eine globale Protestbewegung gegen die unkontrollierbare Machtmacht der multinationalen Banken. Hackt kaputt, was euch kaputt hackt. Und wenn Sie jetzt fragen, ja, warum versteckt diese Bewegung sich denn? Dann ist die Antwort ganz einfach, weil sie beobachtet wird von den Staats- und Verfassungsschutzbehörden. Die Mitglieder dieser Bewegung kommen nämlich aus dem sogenannten linken Spektrum. Das heißt, sie sind vor allem eins, potenziell. Potenziell subversiv, potenziell radikal und vor allem potenziell gewalttätig. Die zünden sogar Autos an. Gut, jetzt hat sich in Berlin herausgestellt, dass der Verantwortliche für die meisten Autoanzündeleien nur ein völlig unpolitischer, komplett verstörter Jugendlicher war. Aber eigentlich hätten es organisierte Linksradikale gewesen sein müssen, weil die sind ja, wie gesagt, durch und durch potenziell. Das heißt, sie müssen beobachtet werden, weil sie hätten diese Straftaten ja durchaus begehen können. Und das ist eben der Unterschied zu den Rechtsradikalen. Die müssen nicht beobachtet werden, weil die begehen ihre Straftaten ja tatsächlich. Laut Bundesinnenministeriums gab es im Jahr 2010 über 800 Gewalttaten mit rechtsextremem Hintergrund. Aber da ist natürlich nichts organisiert oder vernetzt. Nein, das sind alles Einzeltäter, von denen keinerlei Gefahr ausgeht für Staat oder Verfassung. Tja, und dann kommt jetzt mehr oder weniger zufällig, mehr oder weniger raus, dass es in Deutschland einen organisierten Rechtsterrorismus gibt. Ja, wo kommt der denn her? Tja,
Da sind plötzlich wieder alle furchtbar erschüttert und fassungslos. Und selbst die Bundeskanzlerin steht schulterzuckend auf dem CDU-Parteitag und sagt, es sei eine Schande. Aber Frau Merkel, das ist keine Schande, sondern die Folge einer systematischen Verharmlosung der bestens vernetzten Neonazi-Szene. Es gibt 220. Es gibt in Deutschland 220 offiziell bekannte rechtsextremistische Organisationen. Es gibt hunderte von Nazi-Seiten im Internet, in denen offen zur Menschenjagd aufgerufen wird. Es gibt in Ostdeutschland ganze Landstriche, die sind von braunen Banden kontrolliert und zu ausländerfreien Zonen erklärt werden. Und was passiert? Die Gelder für antirassistische Initiativen werden zusammengestrichen. Linke Jugendzentren werden geschlossen und die Opfer von rechtsradikaler Gewalt werden alleingelassen. Kann sich jemand an die Zeiten der RAF erinnern, der Roten Armee-Fraktion? Wie damals jeder, der auch nur in den leisesten Verdacht geriet, ein RAF-Sympathisant zu sein, von den Staatsschutzbehörden registriert, bespitzelt und strafrechtlich verfolgt wurde. Und heute werden gerade sämtliche Versammlungsorte der braunen Kameradschaften und Heimatfronten systematisch ausgehoben? Werden die Hetzschriften indiziert, die Musik-CDs verboten, die Webseiten gecheckt? Werden die Parteizentralen der NPD durchsucht, die Computer beschlagnahmt und die Korrespondenzen gesichtet? Also ich habe davon bis jetzt noch nichts mitbekommen. Aber wahrscheinlich passiert das nicht, weil die Staatsschützer dann gegen ihre eigenen Kollegen ermitteln würden und am Ende rauskäme, dass sie nicht nur seit Jahren von dem Wahnsinn gewusst haben, sondern ihn auch mitorganisiert haben. Und das wäre natürlich der politische Super-GAU. Und weil nicht sein kann, was nicht sein darf, deshalb wird es garantiert keine 14 Tage dauern. Dann wird die braune Suppe wieder vom Herd genommen und runtergekocht. So wie es in den letzten 10 Jahren immer passiert ist. Und dann reden wir, die wir mit Sorge und Angst die Entwicklung der rechtsradikalen Drecksbacken-Szene verfolgen, dann reden wir uns wieder den Mund fusselig und keiner hört zu. Obwohl, manch einer hört doch zu. Und der schreibt dann E-Mails, wie zum Beispiel vorgestern noch an mich, ein gewisser Herr F. aus G. Sie, Herr Schmickler und Ihr Kollege Becker, hauen und stechen verbal auf eine sogenannte angebliche rechtsradikale Szene ein, die es gar nicht gibt. Es ist vielmehr der Islamismus, der nicht nur mehr vor der Tür steht, sondern mitten im Wohnzimmer. Die Infiltration von Musulmanen und Bimbos aller Art ist in vollem Gange. Die Eroberung Europas mit Feuer und Schwert erfolgt diesmal mit Penis und Vagina. Oder, auch sehr nett, die Zuschrift eines gewissen Sascha R. Komischerweise verlieren Sie kein Wort über unsere türkischen Mitbürger. Warum müssen wir diese integrationsunfähigen Menschen, schlimm genug, dass man die Menschen nennen muss, durchfüttern? Sie sollten doch wissen, dass ein Großteil der Hartz-IV-Empfänger stinkvolle Drecksäue sind, deren Tod man gut verschmerzen könnte. Falls Sie nicht antworten, werde ich Sie auch gerne persönlich aufsuchen. Sie sollten sich aber dann besser ein anderes Verhalten als Ihr übliches zulegen. Ich besitze nämlich eine Gaspistole und würde notfalls nicht zögern, sie zu benutzen. Durchgeknallte Spinner? Verrückte, ausgeflippte? Hört sich zwar so an, sieht aber wahrscheinlich nicht so aus.